Ja, die Borussia hat es geschafft. Sie ist deutscher Meister geworden. Und solange wir jetzt alle hier auf die Siegerehrung warten, die letzten Aufbauarbeiten laufen noch, haben wir die Möglichkeit, ganz kurz mit Timo Boll zu sprechen, der hier heute den entscheidenden Punkt gemacht hat, auch wenn es über weite Strecken eigentlich gar nicht so richtig lief. Das war irgendwie ein verrücktes Spiel heute, oder? Ja, man muss sagen, dass wir uns heute wirklich ins Ziel gerettet haben. Ochsenhausen hat heute verdammt stark gespielt und nach dem 0-1, 0-2 hatten wir wirklich ein ganz schlechtes Gefühl gehabt. Da müssen wir uns bei Patrick bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat und ich habe dann zum Glück auch noch die nötigen Sätze gewonnen, aber es wäre heute nicht unverdient gewesen, wenn Ochsenhausen Meister geworden wäre und deshalb bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben. Schon vor Beginn des letzten Satzes, ja, den Applaus nehmen wir natürlich noch mit. Schon vor Beginn des letzten Satzes stand fest von den Punkten her, dass ihr schon durch wart. Wusstest du das? Nö, ich wusste, dass ich zwei Sätze gewinnen musste, aber ich habe nur gesehen, hinten war ziemlich viel Unruhe und da war ich ziemlich verunsichert. Aber ich habe probiert, mich auf mein Spiel zu konzentrieren, den letzten Satz zu gewinnen und das ist zum Glück dann auch gelungen und da war ich dann schon erleichtert. Es war schon ziemlich feucht hier in der Halle. Man hat das gemerkt, ihr wolltet eigentlich mehr Handtuchpausen machen, als zulässig sind. Muss man dann bei diesen Bedingungen vielleicht diese Regel etwas lockerer sehen und aufweichen? Okay, wenn der Ball nass ist, dann muss man den Ball trocken machen. Und sobald ich den Ball immer in die Hand genommen habe, war er nass. Und das hatte ich dem Schiedsrichter mitgeteilt, meinem Gegner auch gesagt. Es war jetzt keine Verzögerungstaktik oder sonst was. Es war nicht böse gemeint, aber der Ball sollte wenigstens trocken sein. Das war Ihr erster Auftritt in Düsseldorf nach der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft. Haben Sie es ein bisschen genossen? Auf jeden Fall. Das war eine tolle Stimmung heute. Vielen Dank für die Unterstützung. Die hat uns heute gerettet. Und ja, jetzt haben wir hohe Ziele vor uns wieder. Das Triple-Triple. Jetzt kann ein bisschen gefeiert werden, gleich bei der Siegerehrung und dann sicherlich heute Abend noch. Vielen Dank, Timo Boll, und viel Spaß gleich noch auf dem Podest. Und damit weiter und zurück.